Herzlich willkommen zum Partizipationscafé, der dritte Teil in diesem Jahr. Es geht um digital und vor Ort mit Stefan Meurer und Conny Geisler. Hier gibt es gerade im Hintergrund noch den Hinweis, dass ein Internet hängt. Videos können gerne auch ausgeschaltet werden, einfach so, wie es am besten läuft. Also ich begrüße ganz herzlich Stefan Meurer und Conny Geisler, beide vom Jugendclub 83. Mit Stefan habe ich schon ganz viel, wir haben immer mal Projekte zusammen gemacht, diverse Dinge entwickelt. Ich weiß, er hat ganz viel mit Minecraft gemacht. Jetzt bastelt er auch so, baut Computer, irgendwelche Arkadengeräte. Also so ein bisschen nerdig alles, was er macht, und das aber an Schule, und zwar an einer Sekundarschule. Was möchtest du noch ergänzen? Ja, also wir sind an verschiedenen Schulen kurz unterwegs, aber vieles bieten wir auch in unseren offenen Jugendeinrichtungen an, was du so als nerdig angedeutet hast. Und Conny Geisler ist, jetzt frage ich mich, Geschäftsführerin? Sag mal genau. Also Conny Geisler ist der Jugendclub 83 in der Außenwahrnehmung, der natürlich ganz viel mehr ist als, also eigentlich ursprünglich mal ein Jugendclub, inzwischen ein großer freier Träger mit Schulsozialarbeitern und verschiedensten anderen Baustellen und einer der relevanten Akteure, würde ich sagen, in Sachsen-Anhalt, wenn man so über Jugendhilfe, Jugendarbeit nachdenkt. Ja, du hast es wunderbar beschrieben. Ich bin zum Teil das Gesicht des Jugendclubs 83, aber das sind ganz, ganz viele Kollegen von mir auch. Und ich bin pädagogische Leiterin und vor allen Dingen in der Netzwerkstelle Schulerfolg sichern hauptamtlich tätig. Ich hatte eigentlich noch angefragt, Leute aus dem Landkreis Wittenberg, habe da kurzfristig eine Absage bekommen und hatte jetzt auch nicht die Ressourcen, noch weiter zu suchen. Das hat diverse Hintergründe im Landkreis, die wir vielleicht im Anschluss auch noch klären können, weil die Situation für Jugendmitarbeiter im Landkreis gerade nicht besonders gut ist, weil jetzt ja Jugendclubs wieder schließen und Kurzarbeit ansteht und in Wittenberg eine neue Ausschreibungsrunde läuft. Und das verunsichert gerade Mitarbeitende in der Jugendarbeit im Landkreis Wittenberg. Im Partizipationscafé, wir hatten ja schon eine Runde zum Thema Jugendhilfeausschüsse und zum Thema Kinder- und Jugendbeauftragung, starten wir einfach mit so Kurzfragen, wo ich euch bitte, einfach nur diesen Satz zu Ende zu bringen. Also ich habe so 5 Fragen vorbereitet und ich bitte euch einfach, den Satz zu Ende zu machen, ganz kurz, und es immer abwechselnd zu machen. Also Stefan fängt an und Conny ergänzt, dann Conny fängt an und Stefan ergänzt, einfach immer abwechselnd. Ich werde dann gar nicht moderieren. Die Corona-Pandemie bedeutet für Kinder und Jugendliche, dass ihr Leben und Jungsein oft stärker eingeschränkt ist als das der Erwachsenen. Eine große Herausforderung, weil Entwicklungsphasen stark eingeschränkt sind und das Miteinander sich als schwierig gestaltet. Beteiligung fast nicht möglich ist. Um sich in politische Entscheidungen einbringen zu können, brauchen Kinder und Jugendliche ein starkes Netzwerk engagierter Erwachsene und vor allen Dingen gelebte Strukturen, die Beteiligung ernst nehmen. Gehör, Geduld und individuelle Unterstützung auf Augenhöhe. Kinder und Jugendliche sind beteiligt, wenn ihre Interessen und Bedarfe Entscheidungen mitbringen. Ganz klar ist, dass sie mitgedacht, mitgestaltet, mit umgesetzt haben und auch ihre Interessen genau das sind, was in der Stadtgesellschaft sichtbar wird. Dass Kinder und Jugendliche Smartphones, Social Media und Videospiele mehrfach täglich nutzen, bedeutet für Partizipationsprozesse, dass direkte Mitwirkung. Dass weder im Guten über noch unterschätzt werden soll, noch im Schlechten und einfach mitgedacht werden muss. Anders als in Städten braucht Kinder- und Jugendbeteiligung in ländlichen Räumen digitale und analoge Logistik und Angebote noch und nöcher. Auch hier wieder starke Netzwerke, die Sachen möglich machen, Gestaltungsräume öffnen und vor allen Dingen ein vernünftiges Netz. Jetzt habe ich vorhin, vielen Dank erstmal für die erste Runde. Ich habe vorhin gesagt, ihr kommt eigentlich vom Jugendclub 83. Das klingt immer so wie, und ich habe auch das Bild immer, dass es so eine Jugendeinrichtung ist. Und das ist es ja auch als Ausgangspunkt und als Ort für vieles. Und deswegen meine erste Frage eher so zu einer Jugendeinrichtung. Wie gelingt denn eigentlich Teilhabe und Partizipation von Jugendlichen in einer Jugendeinrichtung? Wie funktioniert das? Was gehört dazu?
Es braucht einen Mitarbeiter, der eine Haltung hat, die Beteiligung möglich macht. Mir ist es unendlich wichtig, dass in Jugendeinrichtungen das Miteinander gestaltet wird, auf Bedarfe und Interessen reagiert wird und dann nicht der Mitarbeiter macht, sondern wir gemeinsam gestalten. Das ist entscheidend. Stefan, jetzt bist du ja eher an Schulen, aber gelegentlich geht ihr ja auch in den Jugendclub. Was ist deine Erfahrung? Wie sieht es da aus? Wie können Jugendliche da mitgestalten? Es braucht eine gute Mischung aus A, dass man letztlich doch als Erwachsener ein paar Rahmenbedingungen schafft, ein paar Angebote in die Welt setzt, versucht ein bisschen neugierig zu machen, ein bisschen zu kitzeln, manchmal auch ein bisschen zu schubsen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite brauchst du den Raum, dass sobald die Ideen und die Impulse oder was sie eigentlich wollen von den Kids kommt, dass man das damit einpflicht. Und in der Praxis klappt das mal mehr, mal weniger gut. Das kriegt man dann immer auf dem Nachhinein erst raus. Direkt sagen es einem die Kinder ja auch nicht, meistens jedenfalls. Und ja, man muss da eben einfach immer wieder draus lernen. Und was in der einen Gruppe funktioniert hat, kann in der nächsten gegen den Baum gehen und umgedreht. Also ist immer wieder neu. Wenn wir jetzt mal den Schritt weitergehen, also wir gehen jetzt mal davon aus, Jugendclub oder Jugendeinrichtung leistet einen Beitrag, aber für sich selbst, also im Sinne von Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung. Wie sieht es denn aus mit der Kommune? Wie kann so eine Jugendeinrichtung oder Jugendliche dazu befähigen oder kann sie das, aber tut sie das, in kommunalen Strukturen mitzuwirken? Also Jugendeinrichtungen sind sind aus Sicht des Jugendclubs gedacht, Inkubatoren sozialräumlichen Denkens und Handelns. Kinder und Jugendliche aus dem Stadtteil kommen in die Jugendeinrichtungen. Es gibt Kontakte zu den Schulen. Es gibt Angebote, die nach innen gerichtet sind, aber es gibt sehr viele Impulse, die auch nach außen gehen, wo man das Umfeld gemeinsam gestaltet, wo man Eltern oder andere mit einbindet. Und wo es vor allen Dingen auch darum geht, Umfeld zu gestalten. Die Jugendlichen leben ja nicht allein in der Jugendeinrichtung, sondern auch im Stadtteil. Und wenn dort Stadtteil gestaltet wird, ist es wichtig, dass Jugendliche hier gehört werden. Und zwar in all den Belangen, die sie auch selber betreffen. Und die Aufgabe von Mitarbeitern in Jugendeinrichtungen ist dann natürlich auch ganz klar, den Impuls zu setzen und zu sagen, liebe Stadt, das ist unsere gemeinsame Stadt und die Jugendlichen haben das Recht mitzugestalten und da immer wieder den Finger drauf zu legen und zu sagen, sie haben gehört zu werden. Ja, brauche ich eigentlich gar nicht so viel zu ergänzen. Ich denke, primär ist erstmal wichtig, was ist das Selbstverständnis einer Jugendeinrichtung? Also ist das erstmal ein Teil ihrer Agenda? Und ich denke, es gibt durchaus eine ganze Menge Jugendeinrichtungen, die sich noch gar nicht als so ein Player sehen. Der da eine Schnittstellenfunktion haben kann, muss er ja auch nicht, ne? Kann ja auch letztlich sich Gestaltung von Freizeit und anderen Sachen auf die Fahnen schreiben. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, gerade die kommunale Ebene sieht immer nur diesen Aspekt und nimmt oft gar nicht so richtig wahr, dass da viel mehr an Potenzial dahinter steckt, mit den Jugendlichen in Kontakt zu kommen und eben da Sachen einzubinden und dass das auch einen Mehrwert hat und nicht nur mehr an Aufwand für Kommune. Also in den Regionen finden sich ja zig Projekte, wenn die dann gelaufen sind und alle Fotos geschossen und alle Zeitungsartikel sind raus, haben am Ende hoffentlich auch mal Politiker, mal Verwaltung, aber auch manchmal die Kinder und Jugendlichen selber den Mehrwert dahin, dass sie mit der anderen Seite Umgang hatten und ein bisschen Perspektivwechsel. Sei das nun das ganz klassische Sprayer-Projekt, wo der Bürgermeister auch mal die Büchse in der Hand hat, oder. Jetzt hast du gerade, Stefan, gesagt, dass Kommune sieht Jugendeinrichtungen oft nicht in dieser Funktion und manchmal sehen sie aber Jugendeinrichtungen selber nicht in der Funktion. Was braucht es denn, damit Jugendeinrichtungen sich in der Rolle fühlen oder ist das gar nicht Aufgabe einer jeden Jugendeinrichtung, sozusagen politische Partizipation zu unterstützen? Große Frage. Also ich würde wirklich so weit zu gehen, das ist eine Frage, ob sich die Jugendeinrichtung da sieht, ne? Also das kann man niemandem künstlich überhelfen. Wenn da das nicht gesehen wird als eine Aufgabe, dann würde das nur sehr widerwillig übernommen werden. Und am Ende, es ist eben eine Jugendeinrichtung, es ist keine Schule. Ne? Es hat nicht partout diese Pflichtansätze an der Stelle. Auf der anderen Seite, wie vorhin schon gesagt, das Potenzial ist riesig.
gerade weil eben Jugendeinrichtungen eine ganz andere Ansprachehaltung, Entspanntheit, Lockerheit im Idealfall hat als eben Schule oder als andere Player, die so ein bisschen um die Gunst und die Aufmerksamkeit und das WLAN der Kinder und Jugendlichen da buhlen. Jetzt denk mal, freie Träger mal ein bisschen weiter als nur die Jugendeinrichtung. Ne? Conny, du bist ja, ihr seid ja freier Träger in einer viel größeren Funktion mit Schulsozialarbeit und so. Was leistet ihr denn als freier Träger noch jenseits des Jugendclubs für, also wo könnt ihr Partizipationsansätze unterstützen? Es geht los damit, dass wir ein Selbstverständnis haben, das grundsätzlich uns als Jugendeinrichtung als Mandat des Kindes sieht. Das heißt also, dass wir ein Selbstverständnis haben, dass wir Beteiligung in all unseren Gremien, mit all unseren Kollegen an all den Orten, wo diese tätig sind, auch versuchen umzusetzen. Das bedeutet, dass Schulsozialarbeiter natürlich Schülerräte zum Beispiel begleiten, dass es dort Ausbildung gibt, dass Beteiligung gelebt wird, außerunterrichtlich, aber auch außerschulisch. Dass es regionale Bildungslandschaften gilt zu entwickeln, wo einfach das Miteinander von Schule, Jugendeinrichtung und Gemeinwesen vernetzt und verbunden wird, um einfach eine Vielfalt zu generieren und um der Außenwelt zu zeigen, dass Jugendliche Potenziale haben, also Kinder und Jugendliche Potenziale haben und dass sie einen unverstellten Blick auf ihre Umwelt haben. Und dieser unverstellte Blick manchmal manche Experten in Staunen versetzt und feststellt, was sind das für tolle Planer? Sie denken und handeln und beobachten und verstellen sich nicht in ihrer Rückmeldung. Und diese Chance zu nutzen, ist eine ganz große. Da geht es im Bereich Demokratiebildung genauso wie in künstlerischer Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt. Jetzt ist der Jugendclub 83 Bitterfeld-Wolfen, ist ja so noch zumindest in einer Mittelstadt angesiedelt und also eher noch ein bisschen städtisch, wenn auch in ländlichen Regionen. Wie gelingt denn Jugendbeteiligung in ländlichen Räumen? Wenn ich das richtig sehe, habt ihr auch den Jugendgemeinderat in Muldestausee immer mal mitbegleitet oder es gab da zumindest Kontakt. Was ist jetzt besonders, was ist nochmal der Unterschied, wenn ich wirklich ins Dorf gehe oder in die Dörfer oder in die Gemeinden, die mehrere Dörfer sind? Ja, also zunächst erstmal ganz klar, der Ort, wo man sich trifft, jetzt erstmal realweltlich gesehen, ist in dem Fall oft die Schule. Schlichtweg, weil da aus den verschiedenen Ortsteilen, Lagen, Dörfern die Kinder noch zusammen hinkommen. Und das ist auch der Punkt, wo man am ehesten nochmal gut einsetzen kann, um in Kommunikation zu kommen, um Angebote erstmal vorzustellen. Und dann hat man natürlich mit den digitalen Optionen Möglichkeiten, diese Kontakte zu behalten und zu vertiefen. Wichtig ist auch hier, denke ich, diese Mischung. Rein digital geht irgendwann nicht mehr, rein analog wird auch logistisch irgendwann ganz schwierig. Und das ist so in meinen Augen der zentrale Unterschied mit. Also Schule als ein wichtiger Knotenpunkt in der Mitte und dass es diese Mischung braucht in der Ansprache da. Und das ist natürlich oft schwierig, weil digitale und auch schlicht Businfrastruktur und so weiter sind lange und immer wieder besungene Geschichten, dass da sich was ändern muss und so weiter und so weiter. Aber die Probleme sind nach wie vor da. Conny, magst du was ergänzen? In Muldenstein, glaube ich, kamen drei Gelingensbedingungen zueinander. Es gab eine aktive Schulsozialarbeit, es gab ein digitales Projekt, was am Ende Demokratiebildung pur erfahr- und erlebbar gemacht hat. Und ein Wechsel zwischen einer engagierten Bürgermeisterin und einem noch engagierten neuen Bürgermeister, der dann gesagt hat, innerhalb der ersten 100 Tage meiner neuen Bürgerschaftsarbeit als Bürgermeister möchte ich Jugendbeteiligung festziehen in meiner Gemeinde. Und das ist gelungen und das konnten wir begleiten und unterstützen. Und über die Zusammenarbeit innerhalb des Netzwerkes war es dann auch möglich, aufsuchende Jugendarbeit in die Gemeinde zu bringen, um dann auch einen Mitarbeiter zu haben, der Jugendbeteiligung irgendwie lebt und die Kontakte hält. Und das ist das, was Stefan gesagt hat, es braucht den Mix aus digital und aufsuchend, aber es braucht auch die Macher, die es mitdenken und die Politiker, die es vordenken.
Also Stefan hat gerade so ganz viele Rahmenbedingungen beschrieben. Ne? Also, es gibt keinen, ich sag's mal negativ, es gibt keinen Bus, das Internet funktioniert auch nur begrenzt. Jetzt sagst du, da gab es einen Bürgermeister, der hat gesagt, ich mache das zum Thema. Es gab eine Schulsozialarbeit, also Schule, hat Stefan gesagt, könnte ein Gelingensfaktor sein. Es gab ein Projekt von euch an der Schule, wo es um Demokratiebildung geht. Das heißt, es gab Jugendliche, die schon sensibilisiert waren für das Thema. Aber wie wird jetzt, wenn kein Bus fährt und kein Internet geht, wie wird dann daraus ein funktionierender Jugendgemeinderat? Einfach indem der Bürgermeister die Einzelkomponenten zusammengenommen hat und dann dafür gesorgt hat, dass es eben zum Beispiel digitale Absprachen gab, wie kommen die jungen Leute zueinander. Also dass es eine Mitfahrzentrale gab für die einzelnen Mitglieder, dass er selber auch rumgefahren ist, dass es auch gegen allen Datenschutzbedenken sofort eine niedrigschwellige Gruppe gab, die sich dann zunächst über WhatsApp, später über Facebook getroffen hat und dort Absprachen getroffen haben und selber auch mobil geworden sind. Ich denke, das war dieses Miteinander und dieses immer wieder aufeinander achten, verzahnen und andere mitnehmen und den Jugendlichen aber auch das Gefühl zu geben, dass sie etwas leisten, dass sie ein wichtiger Teil der Gemeinde sind und dass ihre Anmerkung auch sofort in die Gemeinde ging, dass der Bürgermeister darauf geachtet hat, dass ihre Ansprachen, ihre Rückmeldungen gehört worden sind in den einzelnen Abteilungen und dass am Ende es nicht einen Planungshorizont von 5 Jahren gab, sondern kurz. Also dass es immer eine Mischung gab zwischen schnell umgesetzt, mittelfristig gedacht und langfristig geplant. Ja, und vielleicht noch zu ergänzen, so ein bisschen, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und das haben sie einfach genutzt. Also die haben, so eine Eigenenergie, so ein Momentum geschaffen, die dieses Gremium da sehr trägt. Plus, sie sind auch ungeheuer fähig, sich nach außen zu vernetzen und darzustellen. Ne? Also wenn man die ein bisschen verfolgt, ganz salopp gesagt, es hagelt ja gerade Preise und auch auf bundesweiter Ebene Wahrnehmung für die Truppe. Und das ist natürlich was ungeheuer pusht, was irgendwann ja auch den Rollback hat, ne, dass die Gemeinde vor Ort sicherlich auch stolz auf die Mädels und Jungs da sind und was die machen, auch die vielleicht am Anfang ein bisschen skeptischer waren. Aber ich weiß aus der Startphase, da gab es dann irgendwann mal die schlichte Formulierung, okay, wenn ihr den Jugendbeirat nicht wollt, ja, warum brauchen wir dann einen Seniorenbeirat? Dann wäre es doch nur fair, wenn wir beides kippen. Ja, also da sind viele, ich sag mal, Hemmschuhe mittlerweile überwunden worden. Und das ist einfach nur A, sehr schön und B, es ist zu hoffen, dass das eben in die Kontinuität kommt. Ne? Das ist dann oft die schwierige Sache, wenn so der erste Schub durch ist. Aber bisher hält das an und das ist ja auch jetzt nicht seit erst ein paar Monaten, sondern seit Jahren mittlerweile. Klingt spannend und jetzt gibt es, du hast es gerade erwähnt, inzwischen sogar einen Gemeindesozialarbeiter, was ja auch nicht üblich ist, sondern also das ist auch eine spannende Sache, dass sowas Dynamik entwickelt. Ich hatte das Thema bei digital und vor Ort, wir haben die digitalen Medien, hätten wir beinahe vergessen. Nein, ich habe sie natürlich auf der Agenda und würde sie jetzt nochmal einbringen. Ich habe ja dich, Stefan, als Nerd vorgestellt und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wo brauchst du denn digitale Medien? Was habt ihr da gemacht? Es hieß gerade, es gab an der Schule eine Digital-AG. Erzähl doch mal kurz, wie du Partizipation mit digitalen Medien, Demokratiebildung mit digitalen Medien machst. Ja, mittlerweile fast ein alter Hut. Also das größte Werkzeug, was wir da benutzt haben, war und ist Minecraft, weil das als ein Spiel, in dem man eigene Welten analog vielleicht zu Lego bauen kann, einfach ungeheuer wirkmächtig ist und schlichtweg ein Dauerbrenner, vor allen Dingen für eine gewisse Alterskohorte, ist ja der Begriff der Stunde. Sowohl Jungs wie Mädels kann man damit abholen. Das ist auch immer erstmal ein Faktor, der gerade im Digitalen oft nicht so einfach ist, das unter einen Hut zu kriegen. Und die Möglichkeiten, dass die dort Dinge und Prozesse selber durchspielen, bauen, gestalten können und man diese Produkte digital oder auch in Realwelt übersetzt dann an Entscheidungsträger heranbringen kann, ist sozusagen die Kiste, die das so mächtig macht. Es ist wie immer bei den Sachen, man muss ein bisschen aufpassen. Da gibt es diesen leider im Deutschen nicht so übersetzbaren Chocolate-Coated Broccoli, also den Brokkoli mit etwas Schokoüberzug drüber. Also wenn man zu sehr versucht, das
voranzutreiben, die demokratischen Agendas und sowas, die hinter solchen Programmen stecken, dann merken das Kinder und Jugendliche irgendwann und finden das natürlich doof, dass man ihnen sozusagen im Rahmen ihres Spielzeugs versucht, jetzt auf die Pelle zurück. Da muss man dann immer wieder ein bisschen zurücksteuern, wenn man es da übertrieben hat, und die Augen offen halten, was es noch an anderen Sachen gibt, die man einsetzen kann. Also Minecraft war jetzt quasi eins, was wir so ein bisschen für die Agenda gekapert haben. Dann gibt es ja andere, wo ich immer mal sage, die eher mit offenem Visier arbeiten, ne? So wie Jugend beteiligen jetzt oder so. Da ist ja an sich erstmal, steckt ja nichts anderes dahinter. Minecraft als solches ist ja erstmal als Spiel entwickelt worden und wird noch weiter entwickelt und benutzt. Aber was ist jetzt, also du, das ist so die eine, das hat ja mit ländlichen Räumen noch nicht so viel zu tun, ne? Vielleicht können wir das nochmal zusammendenken. Hat das oder hatte das einen Mehrwert für dich, für die ländlichen Räume, dass du dann mit Computerspielen oder mit anderen digitalen Tools gearbeitet hast? Ja, weil das letztlich ein sehr verbindendes Element ist, worüber sich die Kids auch in ihrer Zeit nach der Schule oft wieder sozusagen treffen und austauschen. Das ist im städtischen Umfeld analog einfacher, wenn sozusagen der Einzugskreis der Schule mehrere Wohnquartiere sind, die nur ein paar Quadratkilometer sind. Das ist im ländlichen Kontext natürlich eine ganz andere Nummer. Und da auch hier gab es wieder diese Mischung. Auf der einen Seite ein Angebot im Rahmen einer AG an der Schule, wo sich dann eben die Leute auch wirklich in Präsenz getroffen haben. Und dann die Möglichkeit auf dem Server, den wir da betrieben haben, gemeinsam im Nachgang zu beliebigen Zeiten weiterzuspielen und weiterzugestalten. Also das heißt, die, wenn ich das richtig verstehe, die treffen sich dann virtuell, wenn der Bus nicht fährt? Mhm. Sie haben zumindest die Möglichkeit, ne? Ob sie sie nutzen oder nicht, ist wie üblich Ihnen überlassen. Aber Sie können es ausgestalten in dem Moment. Es ist überhaupt erstmal die Option auf dem Tisch. Und die besteht bis heute. Den Server gibt es ja auch immer noch. Jetzt frage ich mal, Conny, dich mit eher, du bist ja nicht die große Praktikerin der digitalen Medien, aber du hast es ja eher so im Blick, sowohl im Jugendclub 83 als auch auf Landesebene, in diversen Funktionen. Was ist dein Eindruck? Welche Rolle sollten digitale Medien spielen? Wo funktionieren sie? Wo sind vielleicht auch die Grenzen? Wenn ich auf Kinder und Jugendliche schaue, dann habe ich den Eindruck, dass die reale und die digitale Welt eigentlich untrennbar miteinander verbunden sind. Das ist nicht allen in jedem Moment bewusst und dass jede Äußerung im Digitalen natürlich einen Widerhall durchaus in der realen Welt findet, wenn entsprechend Menschen draufschauen, ist auch nicht immer allen bewusst. In Zeiten von Corona haben wir es als sehr positiv empfunden, dass wir mit den Kindern und Jugendlichen in Kontakt bleiben konnten. Dass sie Teil der gemeinsamen Clubwelt gewesen sind und bleiben konnten. Das war für viele Kinder und Jugendliche entlastend und das Miteinander spielen, austauschen, Musik hören, war eine besondere Zeit. Grundsätzlich halte ich es im Moment auch für wichtig, gemeinsam zu denken, wie kann das weiter ausgebaut werden und immer dann, wenn es Momente gibt, in denen wir nicht eng miteinander zusammenarbeiten können, trotzdem Abstimmungen stattfinden können und wie kann Beteiligung weitergedacht werden. Also insbesondere ist es mir wichtig, in dem Bereich der Schulen Beteiligungssettings herzustellen, wenn zum Beispiel ein Hybridunterricht stattfindet oder wenn außerschulische Sachen gedacht werden sollen, Gemeinsamkeiten entwickelt werden sollen. Viel mehr könnte ich mir vorstellen, dass Jugend und Politik sich in virtuellen Räumen begegnen, dann natürlich vielleicht eher auf so Ebenen, die von beiden gut bedient werden. Wobei ich nicht dafür plädiere, dass Erwachsene TikTok-Videos machen, um sich bei Jugendlichen beliebt zu machen. Oh, ich hatte gerade überlegt, ob ich doch mein erstes TikTok-Video mal machen muss jetzt, damit ich, aber ich habe so das, mir das Tanzen angeguckt, ich war mir unsicher, ob das gelingt, aber gut, da sprichst du eine spannende Frage an, ne? Wo ist die Grenze sozusagen, wo wir als Erwachsene dann vielleicht doch zu sehr in die Jugendwelt eindringen, oder ist es eine Welt, die Jugendlichen vorbehalten ist, die, und wir sie ihnen lassen sollen, oder ist es eine Welt, in die wir als ganz bewusst auch reingehen, weil wir dort Jugendliche treffen können? Das betrifft ja dann bestimmte soziale Netzwerke und ich glaube, es ist eine Ambivalenz, die man auch von Fall zu Fall entscheiden muss.
Ich danke euch erstmal ganz herzlich für diesen Einstieg ins Gespräch. Wir werden darüber gleich noch weiter diskutieren, möchte euch aber als letztes noch die Abschlussfrage stellen, die ihr bitte möglichst kurz beantwortet, weil wir sie dann auch bei Instagram posten wollen. Und wie ihr wisst, da haben wir da höchstens 60 Sekunden, also zumindest soweit ich das kann und mit dem Feed. Und bestimmt sind Jugendliche da auch weiter und könnten mir noch Tipps geben. Vielleicht lasse ich mich für nächstes Jahr beraten. Aber jetzt würde ich euch bitten, in deutlich weniger als 60 Sekunden diese Frage zu beantworten. Woran erkennt man eine funktionierende Kinder- und Jugendbeteiligungslandschaft? Conny, fängst du an? Indem Jugendliche für sich selber sprechen und sichtbar werden mit ihren Projekten, mit ihren Ideen, ihren Gedanken. Ich denke, die erkennt man daran, dass die Strukturen, die politische oder institutionelle Macht haben, Jugendbeteiligung erstmal anerkennen und mitdenken, dass es nicht immer diese Grundsatzdiskussion gibt, braucht man das überhaupt, was ist das überhaupt? Zweitens, dass es Stellen und Ressourcen gibt, die Kinder und Jugendliche unterstützen, in dieser letztlich doch oft fremden und obskuren Welt anzudocken und sie dabei empowern und unterstützen, sich da mit einbringen zu können. Danke, ich glaube, das war beides. Also bei Conny war es weit deutlich unter 60 Sekunden. Bei Stefan hat es, glaube ich, auch gut reingepasst. Danke euch dafür. Das war das dritte Partizipationscafé, das letzte in 2020.